Rot-Weiß Essen macht sich noch Hoffnungen auf die Meisterschaft der Regionalliga West und damit den Aufstieg in die dritte Liga. Heute braucht man erstmal einen 2:0-Sieg gegen den FC Wegberg Beek und währenddessen muss im Osten in Wuppertal der BVB 2 verlieren. Damit man es nicht am grünen Tisch entscheiden muss, man hat ja einen Einspruch gegen zwei Spiele des BVB eingelegt. Essen in Weiß von links nach rechts mit Grund. Kefkir verlängert und Heber! Nach einer Minute führt Rot-Weiß-Essen mit 0:1. Alles nach Plan für die Mannschaft von Christian Neidhardt. Zu viel Chaos im Strafraum vom FC Wegberg Beek. Kefkir kommt ran. Am Ende landet der Ball dann beim Innenverteidiger Heber, der mit seinem 5. Saisontor. Es sind dann doch einige Fans nach Wegberg gekommen. Die Polizei duldet dieses Versammeln vor dem Stadion. Nächster Eckball RWE, wieder getreten durch Grund. Heber, Engelmann, 0:2 nach 10 Minuten erfüllt Essen seine Hausaufgaben. Der 29. Saisontreffer von Simon Engelmann. Wieder eine herausragende Saison. Erneut könnte es mit dem Aufstieg aber nicht klappen. Wir schauen nochmal drauf. Heber verlängert. Engelmann hält den Fuß hin. Und dann hat er Glück, dass Leersmacher den Ball noch unhaltbar abfälscht. Nur 3 Minuten später die nächste hitzige Szene. Fair im Zweikampf mit Kefkir. Der tritt unnötigerweise nach. Und Schiri Steffens hat es sofort gesehen. Und entscheidet richtigerweise auf rote Karte für Oguzhan Kefkir. Wie unnötig und unsportlich war das denn? Jetzt macht er es seiner eigenen Mannschaft schwer, das 2:0 zu halten. Gute Nachrichten aus Wuppertal. Der WSV führt nach 34 Minuten mit 1:0. Dementsprechend wäre Essen jetzt zu diesem Zeitpunkt aufgestiegen. So bleibt es auch zur Pause. Feiernde Fans, die hoffen, dass alles genauso weitergeht wie bisher. Kurz nach der Pause dann die Hiobsbotschaft. Dortmund hat getroffen und jetzt versucht es auch Wegberg Beek durch Hasani. Davari pariert, aber glänzend der Torwart in einer wunderbaren Verfassung auch heute. Immer noch 1:1 in Wuppertal, nächster Eckball, wieder Engelmann, steht am zweiten Pfosten, aber deutlich drüber dieser Versuch zu Saisontreffer 30. Immer wieder die Standards. Hildebrand eingewechselt, verpasst in der Mitte der defensive Mittelfeldmann. Knapp vor dem 0:3. Bislang ist aus Essener Sicht bei diesem Spiel alles gut. Die Augen sind vor allem nach Wuppertal gerichtet. Die nächste Chance hier nochmal für Heber zum Doppelpack. Aber der Innenverteidiger bleibt an sich und dem Gegner hängen. Wegberg Beek versucht es nochmal. Weiter Ball auf Merl. Klasse verarbeitet. Merl nochmal auf Hasani, abgefälscht, gibt nochmal Eckball. Gleichzeitig die Hiobsbotschaft aus Wuppertal. Der BVB 2 hat nach 87 Minuten die Führung erzielt. Der nächste Eckball und die Chance von Brauweiler bringen da nichts mehr ein. War tatsächlich auch die letzte Szene der Partie. Sportlich hat es nicht gereicht für Rot-Weiß Essen. Man bleibt Tabellenzweiter mit 90 Punkten. Und gleichzeitig hofft man noch, dass die Einsprüche gegen zwei Dortmunder Spiele, Bergisch Gladbach hat auch noch Einspruch gegen ein Spiel eingelegt, dann noch irgendetwas verändern. Bis dahin heißt es warten, auch für Vorstand Markus Ulich. Schwer zu beschreiben gerade, was in einem vorgeht. So richtig gesammelt habe ich mich noch nicht. Wir haben hier unsere Hausaufgaben erfüllt. Wir mussten mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Lange Zeit sah es in Wuppertal gut aus. Wir haben natürlich mitbekommen, dass dann irgendwann das 1:1 gefallen ist. Dann gab es wieder ein Jubel. Vermeintliches 2:1 der Wuppertaler ist aberkannt worden. Ja, 88. Minute, natürlich der Genickschlag durch das 2:1 von Borussia Dortmund. Es fällt schwer jetzt, das so richtig zu beschreiben, was in einem vorgeht. Wir können uns wirklich nichts vorwerfen lassen. Wir haben hier, wie ich gerade schon gesagt habe, unsere Hausaufgaben gemacht. Wir spielen eine überragende Saison, Dortmund 2 auch, gar keine Frage. Wir haben jetzt 90 Punkte und stehen de facto mit leeren Händen da. Das ist schon schwer zu beschreiben, auch sicherlich schwer zu verkraften. Dennoch müssen wir sagen, dass wir, glaube ich, ganz viel richtig gemacht haben, dass wir sehr, sehr stolz sein können auf unsere Jungs. Und ja, das kann ich jetzt schon sagen, wir werden in der nächsten Saison wieder mit Vollgas angreifen. Trotz allem werden die Essener von den mitgereisten Fans bejubelt. Das sind schöne Bilder nach einer sehr erfolgreichen Saison. Jetzt sind die Augen natürlich auf den Westdeutschen Fußballverband gerichtet. Die Entscheidung steht aus und kommt wahrscheinlich erst nächste Woche.